Jemand rief: Wolf! Und augenblicklich wurden alle Bäume bleich, aus ihren Blättern gafften Münder, schauten 100 ungläubige Augen, erstarrte der schnelle, stachelige Strom und über seinen gewölbten Rücken rollten ein paar Forellen. Dass man Lust hat zu spielen und zu tanzen. Zu spielen mit dem Text und mit den Buchstaben, immer wieder neu anzufangen, zu tanzen, weil der Text, nicht nur die Lyrik, einen Rhythmus hat und eine Körperlichkeit, die man in den Raum tragen kann. Also Literatur übersetzen ist immer eben auch eine körperliche Tätigkeit. Nadia Radulova bringt in die bulgarische Lyrik Stimmen ein, besondere Stimmen ein. Die Stimmen der Kinder und der Toten. Und das ist vielleicht gar nicht mal so erstaunlich, dass die so nah beieinander sind, weil die stehen ja an den unterschiedlichen Enden unseres erwachsenen Lebens. Nadias Gedichte sind Wurmlöcher. Sie verbinden unterschiedliche Seiten des Universums. Man betritt in einem Gedicht einen deutschen Discounter und schwupps ist man auf einmal in einer antiken Stadt an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Oder aber man hat eine Autopanne und da kommen auf einmal die eigenen Toten aus dem vergangenen Leben und greifen dich am Kragen und du musst dich schnell aus dem Auto zum Tankwärter retten. Mit dem Hamburger Literaturpreis gönne ich mir Lese- und Recherchezeit in der Bibliothek und außerdem ein paar Stunden Sprachtraining und Rezitationstraining.